ganz ist wahrscheinlich, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, leider, die permanent unter Energiemangel leiden oder auch permanent unter Müdigkeit leiden. Jetzt ist es so, natürlich gibt es Phasen im Leben, bei jedem von uns, zum Beispiel nach bestimmten Anstrengungen, also wenn du gerade ein Ziel erreicht hast und so weiter, wo auch natürlich deine Neurotransmitter-Level abnehmen, zum Beispiel dein Dopamin-Level und so weiter. Das heißt, du wirst dich dann erstmal eventuell ausgelaugt fühlen. Das andere ist aber, und das treffe ich eigentlich viel, viel häufiger an, das ist, dass diese Müdigkeit oder dieser Energiemangel vorgeschoben wird, um sich bestimmten Dingen nicht zu stellen. Ist es jetzt verwerflich? Natürlich überhaupt gar nicht. Aber es geht darum zu sagen, vor was läufst du denn weg? Weil eventuell wäre die Lösung einfach, zu dir zu stehen, deinen Raum einzunehmen und zu sagen, das möchte ich nicht tun. Dafür müsstest du dich aber mit der Sache auseinandersetzen und dich selbst nochmal fragen. Gibt es hier eventuell ein energetisches Thema zu klären? Was möchtest du hier denn tatsächlich verkörpern? Also was bedeutet es hier an dieser Stelle, deinen Raum einzunehmen? Dann müsstest du unter Umständen auch gar nicht mehr die Müdigkeit vorschieben an dieser Stelle oder müde sein, ja, wenn es zu dieser Konfrontation kommt, sondern könntest dies als Einladung wahrnehmen, dich mit dir auseinanderzusetzen, dir selbst zu begegnen und dich in freier Form zum Ausdruck zu bringen.